Organisationen, die euch helfen, wenn denn mal die Jungs und Frauen in Grün an der Tür geklingelt haben. Und einer der Leute, die seit Jahren in dem Grüne Hilfenetzwerk aktiv sind, damit ihr jemanden habt, den ihr anrufen könnt, wenn es denn mal brennt, ist der Jost Lesmann, der im Moment ganz außer Atem ist, weil er die ganze Zeit versucht, die Demo von hinten zu schieben. Deshalb mal einen dicken Applaus für einen Bundesvorstand der Grüne Hilfe. Hallo Berlin, hallo liebe Hanf-Freunde, hallo liebe Menschen, die sich dafür einsetzen, dass was vor 60 Jahren mal ganz normal war und eine Weltgeschichte hinter sich hat, sowohl als Rohstoff, wie auch als Medizin, wie auch als Genussmittel, sich wieder trauen, auf die Straße zu gehen und sich dafür einzusetzen, dass dieser Wahnsinn einfach ein Ende endlich bekommt. Und ich hoffe, ihr seid mit mir einer Meinung, dass wir keinen Bock mehr haben auf irgendwelche Scheißversprechen. Dass wir keinen Bock mehr haben auf irgendwelche Leute, die uns tolle Reden erzählen, aber immer nur die Hälfte des Kuchens erzählen. Ich will mich jetzt nicht an einigen Rednern von heute abhalten. Ich bin dafür berühmt, dass ich das ab und zu gern mal tue. Aber liebe Grünen, zu dem, was ihr gesagt habt, ich teile viel und ich habe mich auch nicht allzu negativ über das Cannabiskontrollgesetz geäußert. Im Übrigen ist es kein Cannabisgesetz, sondern ein Cannabiskontrollgesetz, selbst gewählt. Aber das, was ihr in Baden-Württemberg macht, das, was euer Kretschmaler macht, das macht euch so unglaubwürdig wie nur irgendwas. Und wenn ihr solche Reden haltet, dann sagt es wenigstens dazu, weil die Menschen wissen es sowieso. Richtig! Ich glaube, in meiner täglichen Arbeit ist eine Sache, die mir ganz häufig als Frage gestellt wird. Das ist immer wieder die gleiche Frage. Jost, wann kommt denn endlich die Legalisierung? Ich kann mich jedes Jahr hier hinstellen und kann sagen, vielleicht morgen oder übermorgen. So wird es nicht sein. Das wisst ihr, das wissen wir. Wir wissen alle, dass sich was Bahnbrechendes nur über Bundesgesetzgebung tut. Und solange eine Angie Merkel und eine Frau Mortler dort sind, solange wird garantiert nichts passieren. Und wenn man dann mal weiterguckt, und deswegen ist es auch wichtig, sich das mal anzuhören, was die einzelnen Leute sagen. Dann müssten sie eigentlich realistischerweise sagen, um was Bahnbrechendes zu machen, nämlich eine Entkriminalisierung, nämlich eine Legalisierung und kein Cannabiskontrollgesetz oder irgend so ein Mist, keine Bevormundung und tralala. Wir sind hier, weil wir für die Freiheit kämpfen. Und wenn sie das euch ehrlich sagen würden, dann würden sie auch sagen, wir müssen noch lange kämpfen und ich hoffe, ihr alle werdet viele Tage haben, die nicht so heiß sind wie heute, wo wir ein bisschen Elan voller vielleicht noch demonstrieren können. Das ist wirklich hart heute. Aber wir müssen es tun. Und wir müssen diese Stimmung, die seit mehreren Jahren herrscht in den Medien, das ist ja, es ist Wahnsinn, es ist bombastisch. Wir müssen es auf die Straße bringen. Wir müssen es selber vor allen Dingen auf die Straße bringen. Und dafür ist der Global Marijuana Marsch, der sich in Amerika gegründet hat und letztes Jahr über 23 Städte in Deutschland hatte, ein Signal für mich der Freude, der Lust, des Kampfes willen. Weil es ist nicht so, dass wenn wir auf die Straße gehen und sagen, ja, wir sind dafür, dass Menschen Medizin nehmen, nämlich Cannabis als Medizin. Und es ist auch nicht so, wenn wir als Menschen auf die Straße gehen und sagen, ja, wir wollen den Rohstoff, wir wollen vielleicht keine Baumwolle, wir wollen halt unser Hanf-T-Shirt oder wir wollen halt, was weiß ich, auch so. Ne? Dann, liebe Leute, da muss euch eins immer klar sein. Wir werden von diesen Leuten, die uns diskreditieren, in eine Ecke gestellt. In der Ecke stehen aber eigentlich die anderen und nicht wir. Und wir müssen uns einfach trauen, immer wieder auf die Straße zu gehen und dafür zu kämpfen. Und da möchte ich euch wirklich zu ermutigen, weil es macht Spaß. Und wenn man nicht so wie ich heute auch noch mit Übergewicht und Alter zu kämpfen hat, dann macht man das vielleicht auch noch viele Jahre. Und noch eins möchte ich sagen und dann möchte ich, dass wir uns zum Abschlussgelände begeben. Ich habe das schon mal vor 30 Jahren gesagt. Wir können uns wunderbar über uns selber auseinandersetzen, streiten und ähnliches. Wir können es machen, wir können es aber auch lassen, weil wir haben ein Ziel. Und das Ziel ist Freiheit. Das Ziel ist selbstbestimmtes Leben. Das Ziel ist keine Bevormundung, nichts anderes. Und dafür lohnt es sich jeden Tag, mit irgendjemandem zu reden darüber und dafür zu kämpfen. Und dafür kämpfe ich seit 20 Jahren und ich bin verdammt stolz darauf, die letzten 4 Monate hier in Berlin gewesen zu sein und mal erlebt zu haben,
angefangen war, erlebt zu haben, dass Menschen andere diskreditieren, die sich Jahr für Jahr den Arsch aufreißen, Woche für Woche. Ja? Wenn euch das nicht gefällt, okay, dann macht was anderes, arbeitet euch daran ab. Arbeitet euch vielleicht auch an euch selber ab. Ist vielleicht lobenbringender, als immer nur an anderen abzuarbeiten. Das ist nämlich ziemlich einfach. Daraus entsteht nämlich auch der üble Mob, der seit Jahren hier in Deutschland herrscht und den wir nicht loswerden. Der besteht aus Diffamieren, Falschbehauptungen, Falschinterpretationen. Und das macht mich echt traurig. Und ich sage euch, die Leute und auch der Steffen Geier ist nicht derjenige, der alles weiß und mit die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber die machen was so, da ziehe ich mal Hut.